Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie schon jetzt im 6. Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Wenn dich jemand fragt, was feiern wir denn heute, dann könntest du antworten: Was feiern wir denn am 25. Dezember? Jeder kennt dieses Fest. Jeder weiß, was am 25. Dezember gefeiert wird. Aber wie hat denn alles begonnen? Wo war der Anfang? Der Anfang war 9 Monate vorher. Und diesen Tag feiern wir heute. Wir haben ganz wunderbare Lesungen gehört im Hebräerbrief, wo Jesus, der noch nicht auf dieser Erde war, der noch beim Vater war, gesagt hat: Ich komme, ich will kommen. Und ich möchte heute mit euch über 3 Worte sprechen. Zuerst über die Ohren, dann über den Leib und schließlich über das Wort schwanger. Ohren. Wir brauchen Ohren. Das haben wir schon im Psalm hier gelesen. An Schlacht- und Speiseopfern hast du keinen Gefallen, doch das Gehör hast du mir eingepflanzt. Und dann in der Lesung: Ja, ich komme, um deinen Willen zu tun. Und auch Maria hat gesagt: Mir geschehe. Beide haben gehört. Sie haben ein inneres Ohr gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal bei einem Arzt wart und er hat dann so ein Gerät herausgenommen, das man so in die Ohren steckt und dann wird das hier auf die Brust gelegt, um so den Herzschlag zu hören oder wie die Lunge atmet. Das nennt man Tetoskop. Das ist ein Horchgerät. Ja, ich lade euch ein.
geht mal ins Internet, schaut euch genau dieses Gerät an, wie das ausschaut, macht euch ein Bild, druckt es aus, stellt es in einen Bilderrahmen und stellt es auf euer Nachtkästchen, neben eurem Lieblingsbild von Jesus, Maria, einem Heiligen, ein Kreuz, das du hast. Ja? Und jeden Morgen schau dir dieses Horchgerät an und frag dich, habe ich auch so ein inneres Hören? Auf was höre ich denn? Dieses innere Hören ist der Schlüssel. Und es ist vielleicht auch die schönste Bitte, die wir Gott überhaupt bitten können. Schenke mir ein hörendes Herz. Maria und Jesus haben genau dieses Stethoskop gehabt. Wenn ihr schon mal die Passion Christi gesehen habt, gibt es eine Szene, wo Jesus gefangen genommen ist, an Ketten hängt, an einer Wand mit diesen Ketten und er schaut nach oben und Maria geht in diesem oberen Raum entlang, sie fühlt, wo ist er denn? Und dann legt sie sich auf den Boden und ihr Ohr horcht durch die Decke hindurch. Es trennt sie die Decke, aber sie sind ganz nahe beieinander. Ein inneres Stethoskop verbindet sie miteinander. Dieses hörende Herz brauchen wir. Ja? Und wenn du dieses Bild an deinem Nachtkästchen stehen hast, kannst du dich jeden Tag fragen, höre ich richtig? Ja? Welchen Stimmen folge ich? Und du kannst um dieses Herz bitten. Der zweite Punkt, Leib. Dazu möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Diese Geschichte ist eine wahre Geschichte. Sie wurde erzählt von einem Mann auf seinem Sterbebett. Er hat sie seinem besten Freund erzählt. Sie stammt aus Russland, der Front in Russland, wo ein deutscher Soldat diente, dieser Soldat, der im Sterbebett lag. Und als sie eine Frontverlegung hatten und die ganze Kompanie schon voraus war, ja, und er noch ganz allein zurückblieb, ja, ist er Richtung Wald, in einem einsamen Weg gegangen. Und plötzlich kam ihm vom Wald eine junge Frau entgegen. Eine sehr hübsche junge Frau. Schutzlos, alleine. Und sie näherten sich. Und als sie ganz nahe beieinander waren, passierte etwas Einmaliges. Dieser Soldat ging auf sie zu, nahm sie ganz sanft in die Arme, küsste sie an der Stirn, schaute ihr in die Augen und fragte sie um ihren Namen. Sie gab als Antwort Natascha. Dann schauten sie sich noch einmal an und jeder ging seines Weges weiter. Und dieser Mann, der diese Geschichte in seinem Sterbebett erzählt, sagt, diese Begegnung, diese Frau zu sehen mit ihrer Würde, ihrer Schönheit, diese Begegnung, die man nicht in Worte fassen kann, was da passiert ist, hat ihm für das ganze Leben Kraft gegeben. Wer der Mensch eigentlich ist, auch in schwersten Zeiten, was für eine Würde der Mensch hat, dass der Mensch wirklich etwas Heiliges ist. Ja, und ich lade euch ein, dass wir die Würde des Leibes erkennen. Die Würde, die wir in uns tragen,
dass Jesus Fleisch geworden ist, dass unser Fleisch geheiligt hat, dass wir mit ihm verbunden sind durch seine Fleischwerdung, durch sein Menschsein. Ich will nicht mehr Schlachtopfer bringen, sagt er, sondern einen Leib hast du mir gegeben. Und dann steht dieses tiefe Wort hier, also ein fast undurchdringliches Wort. Durch die Hingabe des Leibes Jesu Christi sind wir geheiligt, ein für allemal. Für die Hingabe, durch die Hingabe seines Leibes. Auch wir, meine Lieben, sind gerufen, uns nicht irgendwie theoretisch hinzugeben, sondern mit unserem Leib, was wir tun, mit unseren Händen, was wir tun mit unseren Lippen, was wir tun mit unserem Blick. Das ist Geheimnis dieses Tages. Und ganz zum Schluss das Wort schwanger. Es gibt die schönen Ausdrücke, mit einer Idee schwanger werden, ein Kind unter dem Herzen tragen. Ich lade euch ein, dass ihr diese 9 Monate vor Weihnachten mit einer Idee, mit einem Vorsatz, mit einem inneren Licht schwanger werdet. Dass ihr etwas in eurem Herzen tragt, was reifen kann. Was über Corona noch weit hinausgeht. Was aber vielleicht auch gerade diese Zeit, in der wir jetzt leben, uns Anlass gibt, echt tiefer zu gehen. Für was lebe ich? Wer bin ich? Was für einen Wert habe ich? Was bedeutet es, einen Leib zu haben? Welche Ohren habe ich? Und welch ein hörendes Herz möchte ich in mir formen?